Hallo und herzlich willkommen zurück zu OMSI 2. Ja, mal wieder von einer anderen Karte. Heute, vielleicht hat es der ein oder andere schon erkannt an dieser Terminus hier, wie auch immer. Mühlbach. Oder vielleicht am Titel oder an der Videobeschreibung. Und ich habe auch mal einen anderen Bus, und zwar heute fahren wir mit einem MAN Line City. A21 ist das, glaube ich. Zumindest ist es das, was ich ausgewählt habe in der Liste. Und ja, wir sehen hier Terminus der 151. Denn da sind wir. Am Terminus der 151. Wir fahren auch die 151. Und zwar Route 1. Drei dann. Ah, wir fahren nämlich den langen Weg bis Essen-Kettwig. Hat sich gerade so ergeben von der Uhrzeit. So, dann. Ja. Ich stelle derzeit mal reales Wetter ein. Glaube ich, dass das reales Wetter ist. Und die Heizung habe ich letztes Mal ganz gut bedient gekriegt, indem ich da einfach auf Auto geklickt habe. Ich glaube, mehr habe ich letztes Mal, glaube ich, gar nicht gemacht. Muss man mehr machen? Aber wir haben 14 Grad im Bus. Ich lasse das erstmal so. Und ja, das ist. Ich hatte Motor schon an. Na, bin ich ja schlau. Ich bin top vorbereitet. Standen die Fußpedale noch im Regal? Bei OBS sieht es jetzt ganz komisch aus. Da ist nämlich neue Version und jetzt ist die Anzeige neuer. Interessant. Aber ist ja nicht schlimm. Ja, wir haben noch massig Zeit. Der Abfahrt ist erst um 14 Uhr. Das korrigiere ich mal kurz. So, jetzt haben wir noch 2 Minuten. Was stimmt das? Ja, weil wir. Ach ja, hier Mühlbach ist ja. Fahrpläne selbst erstellen lassen. Deswegen sind das so krumme Zeiten teilweise. Ist aber nicht schlimm. Hui. Früh eingelenkt. Ah, egal. Passt, passt, passt alles. Ja, ich habe alles im Griff. Das hat ganz genau gepasst. Ist der besoffen? Der fährt ja so Schlangenlinie. Kann man ja mal nachfragen, oder? Stimmt die Anzeige hier drin nicht, oder? Einmal Schüler bitte. Schüler. Nein, Tickets hier. Wo ist Schüler? Nein. Ich wollte ein Schülerticket kaufen. Ja, dann muss ich erstmal herausfinden, was das hier ist. Kann ja mal passieren. Ja. Ach, du willst kein Schülerticket, du willst mich verarschen. 3 Euro. Der ist das wieder. Ich kriege noch Geld. Ja, bitte. Ganz ruhig. So, stellen wir uns die Sicht mal richtig ein. Jetzt wird das eh nichts. Das ist der nämlich immer sagt, er will ein Schülerticket. Der will aber gar kein Schülerticket. Ich jetzt Licht an? Zieht mich gerade so zu. Als ob ich hier so die Sonne anmache. Schön Scheinwerfer. Schön hell. Tja. Warum auch immer.
Dashboard der Blinker nicht korrekt angezeigt wird. Solange ich sehe, ist es okay und ich höre es ja klackern. Ja, das habe ich mitbekommen. Ich denke mal, ich kriege den Linienweg, würde ich im schlimmsten Fall auch noch so hinkriegen, aber ich habe gedacht, nee, machst du mal mit. Hilfsfallen ist, glaube ich, besser. Sicherer. Ich weiß nämlich nicht, wann ich zuletzt Mühlbach gefahren bin, das ist schon lange her. Aber warum nicht? So. Ich hoffe mal, es ist laut genug, gerade in der Testaufnahme war es das. Ich habe nämlich, weil OBS neu ist, habe ich mal kurz getestet. Da war es laut genug. Parla. Ich habe gerade erstmal ein paar Minuten damit verbracht, hier die AI-Liste ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Jetzt sind jetzt erstmal nur die Gladbecker-Autos drin. Aber das war jetzt so das erste, was ich mit den modernen Autos rüber kopiert habe aus einer anderen AI-Liste. Das kommt dann noch, dass ich mir da die Autos ein bisschen zusammen kopiere. Huch. Aber vor allem fahren hier jetzt moderne Busse und nicht die alten MANs. Die Standard M&R MANs. Schwieriges Wort. Guten Tag. Guten Tag. Und hier fahren einige Leute mit. Da? Nein. Da? Kurzstrecke nochmal. Fahrschein? Ja, ich hab's doch gefunden. Ich such doch noch. Glaube ich, kann ja noch gar keinen Euro, ne? Wir brauchen jetzt hier so eine Karte. Hallo. Ja, gerne. Ich glaube, Mühlbach ist so eine Karte. Hallo. Die ohne große. Ohne viele Mods auskommen soll. Da steht Daypass. Toll. Ja. Ist aber auch egal jetzt erstmal, dass hier keinen Euro gibt. Weil eigentlich werden die Preise 1 zu 1 in Euro umgerechnet. Ich bei uns in den Breitengraden ja inzwischen nochmal. Eine Tageskarte erwachsen. Ja, ja. Kriegen wir auch hin. Hab ich auch gerade irgendwo gesehen da. 8 Euro. Hallo. 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 Fahrschein. 5, 7. Aber da wir hier ja gerade auch die D-Mark-Kasse haben, ist das ja nicht schlimm, dass wir hier mit D-Mark arbeiten. Da muss ich nicht so viel umdenken. Na? Schaffst du es um sie? Oh! Guck mal einmal kurz runter und der Himmel ist komplett zugezogen. Ach, falsch. Was hat den drin? Ja, gut gefüllt ist der Bus schon mal. Da auch irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich wieder ein OMSI-Update übersehen habe, weswegen. Ach, du lässt mich. Okay. Weswegen ich wieder ohne 4 GB Patch fahre. Das werde ich noch rausfinden gleich. Und ob das Wetter OMSI zu schaffen macht, da ist egal. 20 FPS kann man ja gut fahren. Hallo. Hi. Hallo.
Fahrschein verkaufen ist das, was wir gerade, wenn meine Verspätung in die Höhe treibt. Auf einer Linie, wo das nicht vorgesehen ist. Also ich glaube, hier ist wenig Verspätung. Verspätung vorgesehen, aber das ist egal. Das werde ich ja demnächst ein bisschen besser versuchen hinzukriegen. Dass es etwas mehr Abwechslung zwischen den Linien gibt. Ach, zwischen den Linien, zwischen den Kanälen. Nein, ich wollte eigentlich sagen zwischen den Fahrzeugen. Also nicht nur, dass ich nicht immer die gleichen fahre, sondern auch, dass nicht immer die gleichen hier rum eiern. Ja. Der wunderschöne Hall-Effekt. Ich hab's vergessen. Dankeschön. Bitte, bitte. 1,50. Genau, neu aufschreiben. Alles klar. Also ich denke mal, ich werde gleich bevor ich die nächste Linie fahre, mal eben um sie patchen einmal. Ich hoffe mal, daran liegt es dann. Ja, zählt. Ich würde sagen, das zählt. 19 FPS, 17. Sei denn, Omsi hat irgendwas falsch gemacht. Kann ja auch sein. Huch. Okay. Da hinten kommt ein Mercedes-Benz. Zitaro. Oder? Ich müsste aber alle Busse auch da gewesen sein, also zumindest laut diesem. Hallo, eine Kurzstrecke bitte. Ja. Danke sehr. Zumindest laut dem Add-on-Checker vom Busbetriebssimulator. Übrigens das einzige, wofür ich den im Moment nutze. Um zu gucken, ob meine Add-ons vollständig sind. Weil es halt eine sehr schön bequeme Art ist, das zu überprüfen. Ich den sowieso installiert habe. Ja, Stadtmitte. Da könnte es etwas voller werden. Vielleicht sehen wir gar keine KI-Fahrzeuge. Also in der RI-Liste stehen so viele drin. Und dann sieht man hier so zwei, drei unterwegs. Das ist. Ja. Passt. Da steht eins. Sieht man nur Zitaros. Aber das ist hier. Kommt auf den Betriebshof an. Ich glaube, ich habe auf den einen Betriebshof die Zitaros gepackt. Und auf den anderen Betriebshof die MANs. Dem habe ich auch ein Solaris noch hingepackt, ich weiß nicht. Ja. Hier, das ist ganz nett gemacht. Wenn ich nicht weiß, warum hier rot ist, ich habe doch. Da kommt doch keiner. Das ist ein tolles Argument. Da kommt doch keiner, warum ist hier rot? Hallo, danke. Gucken, was hier die Anzeigen sagen, ob hier gleich noch andere KI unterwegs ist. Ja, hier sollte noch was anderes fahren. Gerade.
blinkt zumindest noch was anderes. Ah, die 124. Ich bin gerade nicht da, siehst du das nicht? Da. Ach, das ist die 124. Zu weit geklickt. Ja, die habe ich gerade schon mal in. Den Wagen habe ich gerade schon mal gesehen, als ich noch den Bus aufgerüstet habe. Beziehungsweise also vor der Aufnahme. Ah. Oh, Omsee hat sich gefangen. Gnädig. Auch wenn ich hier so eine Spiegelung vom Baum gerade in der Windschutzscheibe hatte. Oh, jetzt wird es wieder lustig. Vom Hall-Effekt. Aber auch nur auf der Karte so schlimm. So übertrieben, übersteuert. Das ist ein kreativer Haltestellenname. Post. Stehen bleiben. Nachdem ich diesen Bus übrigens dann vor ein paar Tagen tatsächlich runtergeladen habe und seitdem ein bisschen gefahren bin, stellt sich mir echt die Frage, warum habe ich das vorher nie getan? Hallo. Ich glaube, weil ich nie so wirklich die großen Ideen hatte, dass er immerhin auch gute Busse bauen kann. Denn tatsächlich, bei der Burgestra sieht man den MRNs gar nicht so viel. Denn die fahren hauptsächlich auf den Linien in Wattenscheid. Nicht hier im Stadtzentrum bei uns. Von daher. Aber in Wattenscheid fahren sie. Also auf der 390 sieht man die ganz viel Kleincities. Und auf der 389 hin und wieder. Wobei da auch relativ viel die neue Solaris-Generation eingesetzt wird. Ja. Aber wir haben hier nicht Terminus. Wir sind ja der Kurs, der durchfährt. Jo. Ja, okay. Dann sollst du das kriegen. Ich danke. Bitte schön.
muss ich mir echt merken, welche Haltestellenbremse ich reingemacht habe. Vielleicht sollte ich mir das mal generell merken. Dann stehen wir nicht mal so lange rum. Kommen nicht weg. Hier wird der Kürzelfer dann im Prinzip nach links abbiegen, umdrehen und zurückfahren. Machen wir nicht, wir fahren bis Essen-Kettweg. Okay, da bin ich weit durchgetreten. Unbewusst Kickdown gefahren. Wie oft mir das denn um sie passiert. Nicht mit, okay. Essen-Kettwig, Schwimmbad. So, hier dürfen wir nicht abkürzen, denn wir haben ja da noch Haltestellen, die wir natürlich auch anfahren müssen. Huch, ist der da gerade aufgeploppt? Was Manni so alles kann. Was der so alles drauf hat. Ganz schön voll. Ist der Bus zu voll? Weiß nicht. Vielleicht hätte ich doch einen Gelenkwagen nehmen sollen. Oh, ist gut gefüllt, also. Aber da ist doch noch Platz. Stellt euch nicht so an. Eine Stunde kommt der nächste. Nee, die will nicht mit, obwohl der noch Platz frei war. Also, keine Ahnung, warum die nicht mitfahren. Oder zählte der Platz schon als frei, weil, obwohl die ja noch nicht ausgestiegen war. Das Stück kann man aber auch laufen. Ist nicht weit. Kirchfeldstraße. Wir sind jetzt eigentlich schon quasi da. Hallo. Da nicht. Hallo. Sportlich in diese Kurve gefahren.
Tja, dann sind wir auch da. Und ich lasse das jetzt mal als eine Folge, weil ich herausgefunden habe, dass das irgendwie immer ein bisschen sehr blöd wirkt. Zumindest meistens. Es ist bei mir so, dass es sehr blöd wirkt. Boah, ist der Bus voll. Weil ich dann eine Viertelstunde aufgenommen habe, dafür bin ich effektiv vielleicht 5 Minuten gefahren. Also eine 5-Minuten-Strecke. Für die habe ich 8 Minuten gebraucht und 7 Minuten habe ich vorher gequatscht. Das ist mir zu blöd, deswegen bleibt das jetzt eine Folge und ich danke an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns morgen wieder, wahrscheinlich wieder auf Mühlbach, aber mit einem anderen Busmodell, wahrscheinlich mit irgendeinem Gelenkbus auf einer anderen Linie. Danke fürs Zusehen und tschüss.